alles mit Strom, steht da drauf. Ob die auch Elektroautos reparieren? Ist ja alles mit Strom. Glaube ich wohl nicht. Ja, schon witzig, wie sich manche Slogans jetzt langsam überarbeiten. Ja, die Zufahrtsstraße nimmt auch langsam Gestalt an. Rechts und links ist schon der Bordstein zu sehen. Oh, es wird schon langsam. Ja, schauen wir mal, ob irgendwann auch was von den Ladeplätzen zu sehen sein wird. Ja, das erste Mal, dass ich in der Früh herkomme und mich nicht ärgern muss, dass ein Verbrenner da steht, sondern dass die Ladesäule komplett dicht ist mit Autos, die da wirklich stehen dürfen. Naja, schauen wir mal. Ich habe einen Zettel hingehängt, dass sie mich anrufen, wenn sie fertig sind. Lustig. Aha. Jetzt haben sie also schweres Geschütz aufgefahren und irgendwas pumpt hier Wasser weg. Aber das so hilft, weiß ich nicht, ne? Wasser ist immer noch drin. Naja gut, sollen ja dann heute Nacht schwere Regenfälle kommen. Mal gucken, wie es dann da noch ausschaut. Naja. Witzig, witzig, witzig. Da drüben ist auch alles überschwemmt. Mai, oh mai. Ja, eine ganze Menge Armierungseisen deutet wohl darauf hin, dass hier Betonarbeiten im Gange sind. Ja, und da drüben hat sich ausgetan, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich immer auf der anderen Seite gestanden war. Da haben sie jetzt auch irgendwas ausgehoben, warum auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da Versorgungsleitungen, na, hoffentlich machen sie denen nichts. Ja, naja. Was da alles für Müll drin ist. Ach Gott. Schaut euch das mal an. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das alles für Schrott ist, der da drin. Das sind alte Sicherungen. Meine Güte. Das war, glaube ich, mal eine Schuttdeponie hier. So wie es ausschaut, kann ich gar nicht anders sein. Mann, 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 Mann. Ich hasse Poser. Hört ihr dieses nervige Motorradgeräusch? Man denkt, man ist am Land und hat seine Ruhe, aber nein. Ja, hier haben wir mal den Vergleich zwischen der neuen Armlehne und der alten. Die neue wird jetzt bei allen neuen R90 und Q90 mit angeboten. Allerdings, wie ihr schon seht, ist das nicht mehr so trivial, weil bei meiner hat man hier an den Schrauben an der Seite und auf der anderen Seite hat man da eben einen Aufsatz gemacht und hier muss man das jetzt komplett in den Sitz integrieren. Das macht das Ganze natürlich gleich ein paar Euro teurer, zumal man auch noch in die Werkstatt muss, um es einbauen zu lassen, beziehungsweise oder halt gleich mit vorbestellen. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das Ganze von innen ausschaut. So, wenn man die Armlehne jetzt aufmacht, wird man feststellen, dass hier das Fach nicht so tief ist wie bei meiner. Ich zeige gleich mal im Vergleich dazu meine Armlehne. Und hier oben ist also auch keine Halterung für eine Ladekarte drin. Also zum einen teurer und zum anderen weniger Inhalt. Dafür gibt es diese Armlehne auch mit einem QI-Lader. Das heißt, da kann man dann das Handy damit aufladen. Der ist dann allerdings gleich nochmal teurer. Ja, ich werde mal die Preise noch mit dazu hängen. Die kann ich aus der aktuellen Preisliste, kann ich euch die mal mit dazu tun. So, und zur Erinnerung, so schaut die alte Armlehne aus. Da ist hinten ein kompletter Konsolenaufsatz dran. Beim anderen war es ja im Sitz integriert. Ja, und auch hier nochmal der Blick nach innen. Da ist also eine Halterung für eine Ladekarte. Das ist, glaube ich, auch drin gewesen. Und hier ist es wesentlich mehr Platz in dieser alten Ablage drin. Naja, Verschlimmbesserung, sagen wir es mal so. Ne? Einziger Nachteil ist,
dass es ein bisschen wackelt. Und das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum sie es dann geändert haben.